Willkommen in unserer Boutique. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Oh, das Kleid würde an dir absolut hinreißend aussehen. Ja, gut. Ich nehm's. Ich brauche auch noch ein kurzes Kleid. Dieses auch. Oh, was noch? Weißt du was? Warum Zeit verschwenden? Ich nehme einfach alles. Das war's. Pack's einfach ein, bitte. Ich frag mich, was die hier sonst noch so haben. Oh, das könnte mir gefallen. Ich nehme das und das und das auch. Oh gut, da bist du ja mit meinen Taschen. Ich bin da mal weg. Eigentlich. Dein Outfit ist ja auch sehr süß. Ja, das nehme ich auch. Danke, bitte komm bald wieder. Hä? Was ist mit meinen Klamotten passiert? Oh ja, ich habe einen Euro. Zeit zum Shoppen. Oh, was ist denn da drüben? Oh, ein Wühltisch voll Kleidung. Ich werde da bestimmt was für mich finden. Ich liebe Shopping. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, sorry. Ich leg das Zeug zurück. Oh, schau dir dieses süße T-Shirt an. Oh, und das hier auch. Ich liebe Rot. Aber welches nehme ich bloß? Ich habe nur einen Euro, also ich kann nur eins kaufen. Naja, Rot soll's sein. Ja, ein neues T-Shirt. Ich liebe es, neue Kleidung in der Schule zu tragen. Hey, Annie. Schau dir mein neues Shirt an. Wie findest du es? Ja, das sieht aus, als hättest du es in einem Euroladen gekauft. Ach, warte, du hast es im Euroladen gekauft. Wie lustig. Was denn? Was ist denn so lustig? Oh nee, ich habe das Preisschild dran gelassen. Das muss ich wegmachen, bevor es noch jemand sieht. Und das Etikett ist weg. Jetzt wird niemand mehr wissen, wie viel es gekostet hat. Machst du Witze? Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Warum lachst du denn immer noch über mich? Ja, du hast gerade ein riesiges Loch in dein neues 1-Euro-Shirt geschnitten. Oh Mann, jetzt muss ich das abdecken. Komm her, Pulli. Es sind nun wieder nur du und ich. Sind alle weg? Perfekt für einen Tisch für eine Person. Oh, da bist du ja. Die Speisekarte, junge Dame. Hier gibt es so viele gute Sachen. Aber die Preise. Wie viel habe ich überhaupt? Na los, Mädchen. Weißt du was? Ich nehme das hier. Porridge. Okay. Ich vermisse Orte wie diesen. Hä? Ist das Annie? Sie sieht umwerfend aus. Hi! So schön, dich zu sehen. Wir haben so viel nachzuholen. Du hast ja keine Ahnung. Was sind das nur für Lumpen an diesem Mädchen? Und das strähnige Haar. Wer bist du? Hä? Ich bin's, Kate. Du bist lustig. Wir sind beste Freunde, du und ich. Hast du das gefotoshoppt? Das ist mir unheimlich. Annie, warte doch. Was ist denn mit der los? Das ist der allerschlimmste Abend ever. Dein Porridge, junge Dame. Guten Appetit. Sieht etwas fad aus. Was ist mit den Nüssen und Beeren? Das ist irreführende Werbung. Ach, schön. Du willst ein bisschen mehr Geschmack? Hier. Zufrieden? Das ist unglaublich. Aber ein Mädchen muss essen. Das ist alles andere als appetitlich. Na, und das schmeckt noch schlechter. Warte, ich kann das ändern. Ich muss nur mein Gehirn austricksen. Ich kann dieses Zeug wie einen saftigen Burger schmecken lassen. Warmer, schmelzender Käse und ein heißer, saftiger Burger. Ich kann es schmecken. Mein Leibgericht.
Yep, das ist Marinara. Das ist das beste Essen. Oh, ich liebe dieses Magazin. Oh, schau dir das an. So hübsch. Die will ich haben. Diese langweiligen Teile lege ich einfach beiseite. Direkt neben die anderen. Ich habe schon 5. Brauche ich noch welche? Ja, ganz sicher. Mama, ich brauche die hier. Was nun? Okay, hier ist etwas Bargeld. Das ist nicht genug. Du willst immer mehr und mehr Geld. Hier. Immer noch nicht genug? Mehr bekommst du nicht. Vielen Dank. Alle schwärmen von diesem neuen Video. Oh, das ist mir auch schon mal passiert. Moment mal. Der Ton funktioniert nicht mehr. Kommt schon, Kopfhörer, bitte funktioniert. Ach, das ist so unfair. Ich brauche neue, denke ich. $200? Nun, sie sind es schon wert. Aber $2 sind nicht 200. Nicht mal annähernd. Mama! Mama! Hast du mich gerufen? Mami, kannst du die hier bitte für mich kaufen? Nur $200? Alles für meinen Engel. Vielleicht willst du noch einen Schuh dazu. Nein, danke. Du denkst immer, ich habe Geld wie Heu. Was für eine erholsame Nacht. Jetzt wird es Zeit, sich für den Tag vorzubereiten. Ich hoffe, meine Haare sehen nicht zu sehr nach Bett aus. Halt! Was ist das denn? Nein! Niemals! Ich lasse nicht zu, dass der mein Gesicht verunstaltet. Oh nein, das Fräulein ist in Schwierigkeiten. Oh, ich sehe das Problem. Ich glaube, ich habe schon meine Lösung. Ah, ich muss mich einfach beruhigen. Okay, schließe deine Augen, damit ich dich besprühen kann. Ich lege dann noch diese Augenmasken auf. Und auch noch diese goldene Gesichtsmaske. Gold hat natürlich Heilkräfte. Ich muss nur ruhig bleiben. Alles wird gut. Ja, dieser Kohl ist gut. Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Guten Morgen, Mama. Hi, Liebling. Oh nein, warte mal. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Oh nee, was ist denn da los? Das ist ja eine Katastrophe. Was mache ich denn jetzt bloß? Ach, pass auf, alles wird gut. Ich habe das perfekte Mittel für dich. Wow, das ist ja eine Menge Kohl. Perfekt, deine Gesichtsmaske ist fertig. Also, wenn du denkst, dass das funktioniert, schau, sie passt perfekt. Irgendwie süß, mein kleines Kohlgesicht. Danke, Mama. Oh, ich spare schon seit Monaten drauf. Dann brechen wir mal das Schwein auf. Volltreffer, ich bin reich. Das Sparen hat sich wirklich gelohnt. Ja, das Zeug sieht ziemlich teuer aus. Aber es gibt einen Ausverkauf. Selbst die Box ist wunderschön. Ich möchte sie fast nicht öffnen. Aber ich muss. Wow, die süßeste kleine Haarspange. Unglaublich, oder? Ich fühle mich jetzt wunderschön. Schau dir all diese coolen Artikel an. Einige davon sind Antiquitäten. Ich muss die sauber halten.
Was ist das denn? Pass auf mit dem Ding. Und jetzt raus hier. Komm rein. Interessante Stücke. Aha. Soll das abfallen? Solche Dinge habe ich noch nie gesehen. Ah, Mann, die sind steinhart. Oh, wow. Das Sushi, das ich zum Mittag hatte, macht mich total verrückt. Joey, geht's dir gut? Ich brauche eine Toilette. Das hier. Ich nehme das hier. Ja, das ist unser goldenes Toilettenpapier. Macht 1 Million. Verkauft. Ich nehm's. Danke. Tschüss. Oh, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Ich war draußen, ja? Wo? Was ist denn da drin los? Ja, aha. Oh, was ist denn das für ein furchtbarer Gestank? Einatmen. Und ausatmen. Das ist gut. Und dehnen. Ach ja, ich werde nie verstehen, wie diese Böden so dreckig werden. Ha, nimm das. Mit mir legst du dich nicht an. Puh, schon weich, was? Gewichtheben ist schrecklich. Ich kann mir doch einfach Muskeln kaufen. Nein, nein, nach rechts. Hier? Puh, nein, wieder zurück. Oh, die sind echt süß. Und total günstig. Meine Einkaufstasche ist irgendwo hier drin. Mal sehen. Yep. Ja. Neue Einkaufsliste. Alles Kleider? Wie viele Sachen stehen hier drauf? So viel zu meinem freien Tag heute. Kein Problem. Reicht das? Ich glaube nicht. Oh, ja. Das sollte reichen. Warte. Nimm es einfach. Danke. Nein, danke dir. Shopping ist anstrengend. Ich sollte ein Nickerchen machen. Momentchen mal. Endlich! Rabatttag! Du weißt, was das bedeutet. Neues Zeug! Ich hab Money, Honey. War's das schon? Vielleicht suche ich am falschen Ort. Natürlich! Taschen bergen immer Überraschungen. Und hier? Ja, Baby. Woohoo! Hiervon sollte ich mir etwas kaufen können.